Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einer kleinen Ankündigung. Hast du schon gehört, Tati? Wir wurden zu dieser deutschen YouTuber-Liga eingeladen. Ja, hast du mir erzählt. Finde ich richtig geil, dass wirklich einer rumgegangen ist und hat jeden YouTuber in Deutschland gefragt, ob er auch bei so einem Turnier mitmachen will. Und natürlich sehr interessant. Finde ich echt cool. Ja. Also das ist der Arthur gewesen. Also ich weiß nicht, ob man seinen echten Namen sagen darf. Falls nicht, vergesst es wieder. Heißt er auf YouTube? Auf YouTube heißt er Silver. Er ist hier aus der Nähe. Er ist sogar hier eigentlich vor Ort. Ja, Mann. Mal schauen, ob wir ihn später noch auf die Kamera kriegen, vor die Kamera. Und sonst wird es so eine Liga sein. 16 YouTuber, jeder gegen jeden. Das heißt, das Projekt wird über mehrere Wochen dauern. Also theoretisch 15. Und mal schauen, vielleicht gibt es eine Hin- und Rückrunde. Kommt drauf an, wie es euch gefällt. Ja, Mann. Und wir werden dort mitmachen. Andere YouTuber werden da mitmachen. Kennst du eigentlich andere deutsche YouTuber? Ganz ehrlich, so vom Namen her nicht, ja. Aber ich schaue mir halt schon viel in YouTube an. Ihr habt doch dieses Video von diesem Kartjournalisten. Dazu komme ich noch. Ja, genau. Also ich schaue mir echt viele YouTube-Videos an von den ganzen Leuten und so, aber jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das die Deutsche sind, ob sie auch Yu-Gi-Oh! Sind. Also auch vom Namen her kenne ich sie nicht, aber es sind schon einige dabei und ich freue mich schon drauf. Also da sind echt alle dabei. Zum Beispiel wir natürlich die krassesten, aber auch andere wie zum Beispiel der Card-Journalist, ihr kennt ihn, wir haben ihn interviewt. Ja, Mann. Randy Brain, krassester deutscher YouTuber mit den meisten Abos. Echt? Ja, Mann. Der ist krass dabei. The Death Bro ist dabei. Die zwei. Dann noch auch kleinere. Zum Beispiel The Third Yu-Gi-Oh! Guter Fan von uns. Der ist mit dabei. Also gibt auch den kleineren Channel eine gute Chance, ja, dort mitzumachen, ein bisschen bekannter zu werden und mehr Bekanntheitsgrad zu bekommen. Die Leiden werden leider nicht dabei sein, dafür hat Barisch gesorgt. Auch zwei andere haben zu hart geleitet, also am Anfang waren 18 geplant, ja. Teilnehmer. Ja. Und die wurden direkt, haben unseren Namen gesehen und dann haben sie direkt aufgegeben. Wahrscheinlich. Jetzt nur noch 16 mit dabei. Ja. Das Besondere ist noch, das wird nicht normale Regeln sein, sondern im 3-Wochen-System gibt es verschiedene Regeln, verschiedene Decks, verschiedene Einschränkungen. Damit es ein bisschen interessanter für die Zuschauer wird. Ja, finde ich richtig cool, ja, da muss man sich drauf einstellen. Er sagt dann zum Beispiel, keine Ahnung, die und die Karten oder die und die Decks oder was auch immer. Und da muss man sich dann dementsprechend darauf einstellen, welches Deck man spielt, gegen was man auch spielen könnte, Side-Deck, alles mögliche. Sehr, sehr interessante Regeln, finde ich. Ja. Und auf jeden Fall richtig cool. Ja. Noch zum Gameplay, also das wird alles auf Death Row laufen, weil die meisten von diesen Leuten halt nur Death Row spielen. Wir sind eigentlich eher die DN-Leute, aber ja, Mann. Wir müssen jetzt gezwungenerweise mit denen mitmachen und Deathbow spielen. Kein Problem für uns. Schauen wir mal, also das schränkt uns schon ein, zum Beispiel bei der Auswahl unseres Vertreters. Da fallen schon mal eine Menge Leute weg, weil die zu nutzlos sind für Deathbow, meine ich. Zum Beispiel unser Starspieler Kojiro Yuga, der kriegt es mit Deathbow leider nicht hin. Er hat ja gesagt, er überlegt sich das jetzt down zu loaden. Ja, er hat es immer noch hier auf seinem PC. Aber schauen wir mal. Ja, wir haben aber noch andere, Spieler, die für uns auf Death Row spielen können, wie GB Kollega zum Beispiel, Lorenzo, ich könnte spielen, bei Chong weiß ich jetzt nicht. Das war's dann ja, leider schon. Und das war es auch leider schon. Ja, aber egal, wir sind genug Leute, wir sind gute Spieler, wir kriegen das schon hin. Ja. Wen glaubst du, sollten wir da hinschicken? Also ich würde Lorenzo hinschicken oder mich. Was mit GB Kollege? Das schauen wir uns nach der DM mal an, wie er mit seinem Gravekeeper-Deck gut, also wie er da ist. Ansonsten, vielleicht spielt er auch andere Decks online, wissen wir ja nicht, aber er wäre auch eine Option. Schreibt unten in die Kommentare, wen ihr schicken würdet von uns. Wir werden es uns überlegen, mal schauen. Wir werden uns so überraten. Wobei, ja, da wir eh verschiedene Regeln haben bei dem Turnier, könnte GB-Kollege echt auch mitspielen, weil ich finde ihn ja wirklich einer der besten Spieler, die ich auch kenne, ja. Aber sein Problem halt immer, er spielt immer nur sein Anti-Deck und naja, vielleicht kann er ja da mal seine Klasse zeigen bei dem Turnier. Sehr, sehr, da bin ich echt schon gespannt, ja. Also, letzte Woche kam der Trailer, den habt ihr schon gesehen. Hoffe, der hat euch gefallen. Heute halt diese Ankündigung und ab nächster Woche Sonntag, also wir sind eigentlich auf der DM, aber da wird dann das erste Match stattfinden, hoffentlich, wenn alles nach Planung läuft. Und dann ab dem nächsten Sonntag, jeden Sonntag ein Match. Also das wird immer gleichzeitig hochgeladen, also nach Plan von allen Teilnehmern. Müsst ihr halt,
Ja, auf jedem, jeder seinen eigenen lädt es dann hoch. Ja, also schaut vorbei, also jeden Sonntag dann für euch geht's ab mit der Liga. Ja, seht ihr dann 16 verschiedene Matches. Wird schon lustig sein. Und wir werden auf jeden Fall dabei sein, wir werden uns freuen, ein paar Leute zu klatschen. Ja, ich hoffe es auch, ja, dass wir uns da nicht blamieren, ja, aber es sieht ganz gut aus für uns. Und schauen wir mal, wer die anderen Spieler oder welche Spieler sie reinschicken, wissen wir auch nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall danke Arthur für diese Liga, echt coole Idee. Ja, und ich hoffe, dass wir dann auch eine Rückrunde noch zustande bekommen. Wird auf jeden Fall richtig geil. Wir freuen uns schon. Ja. Und an alle anderen Teilnehmer, leidet nicht. Ja, Mann. Heute, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Fontainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.